Wichtige Durchsage der Polizei. Ich wiederhole, eine wichtige Durchsage der Polizei an alle Personen hier auf dem Obermarkt. Sie haben sich hier offensichtlich versammelt, um gemeinsam ihre jeweilige Meinung kundzutun. Deshalb bewertet die Verwaltungsbehörde und die Polizei ihre jeweilige Gruppierung als Versammlung, die entsprechend unter die Regelung des Versammlungsgesetzes und des Grundrechts Artikel 8 fallen. Zum Ausgleich zwischen den jeweiligen Spannungsverhältnissen der Versammlungsfreiheit und dem Grundrecht Dritter auf Leben und körperliche Unversehrtheit gelten insbesondere folgende Auflagen für ihre Veranstaltung. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Straßenverkehrs, während ihrer Veranstaltung sind nach Corona-Schutzverordnung und Maskenbedeckung zu tragen. Des Weiteren gilt, dass sie einen Abstand von 1,50 Meter zu anderen Personen, die nicht zu ihrem Abstand gehören, einhalten. Tragen sie durch ihr Verhalten, durch ihr Beitragen dazu, dass die Veranstaltung jeweils ordnungsgemäß verlaufen wird. Danke. So, mal schauen, ob die Frankenberger Montagsspaziergangsband noch ein Liedchen spielt. Das ist in jedem Fall keine Begleitband, und die bleiben anscheinend hier, wenn alle anderen loslaufen. Ordnungsamt steht bereit, aktuell zwei Streifenwagen zu sehen, aber von Begleitpolizei, Bereitschaftspolizei habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Kann aber auch sein, dass die später dazu stoßen, sobald die Leute loslaufen. Ja, im Streifenwagen wird natürlich keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, aber von den beiden, die hier stehen, wird das offensichtlich verlangt, so wie man das vorhin in der Durchsage gehört hat.
langsam kommt Bewegung ein. Ja, ich war auch da mit meinem Sohn. Am Wochenende waren wir auch zusammen spazieren. Da haben wir dann da haben wir unseren alten Rollerwagen rausgeholt. Und dann sind wir erstmal zusammen, glaube ich, die letzten Meter gelaufen. Ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Ich bin Unternehmer hier. Gut beschäftigt sind wir gerne und wir haben schon einen Schuh. Ah, hier ist noch ein Streifenwagen. Trotz schlechtem Wetter sind doch ziemlich viele Leute gekommen. Da hast du vor 14 Tagen dabei. Wo wir hier hinten unten auf so einer ganz schmalen Treppe sind. Was hinten? Über den Burghof? Ja. Ja, die kenne ich. Da sind wir lang. Cool. Da warst du jetzt schon so schön. Thank you.
durchgehalten wird. Hi. So, der Gimbal spinnt heute ein bisschen und die Internetverbindung auch. Bitte das zu entschuldigen. Aber in den Seitenstraßen ist der Empfang irgendwie immer total schlecht. Warum auch immer. Der Gimbal mag den Wind auch nicht so wirklich.
nur kurz schaut, der Stream noch plötzlich läuft. Das hat ja anscheinend Probleme mit der Internetverbindung. Mal schauen, ob es ruckelt oder ob es richtig läuft. Ansonsten stoppe ich noch mal kurz und starte noch mal neu. Okay, gut, dann anscheinend abgebrochen, dann mit der Übertragung stoppe ich mal kurz und starte den gerade noch mal neu hier. So, einmal ein Cut, bin gleich wieder da. So, den Stream habe ich jetzt nochmal neu gestartet, denn wir hatten hier offensichtlich Probleme mit der Mobilfunkverbindung. Aber ist ja kein Problem. Starten wir einfach mal neu und schon geht's weiter hier. Ich bin jetzt am Ende. Das heißt, ich muss jetzt ein ganzes Stück nach vorne rennen, oder zumindest schnell laufen. Aber dann sieht man zumindest auch mal wieder, wie viele Leute heute trotz schlechtem Wetter gekommen sind. Wenn das Bild ein bisschen wackelt, der Gimbal mag den Wind nicht so. Passieren, dass es immer mal wieder abbricht. Also heute ist es wirklich schlimm mit der Mobilfunkverbindung.
ist und vielleicht bereut, dass er. Wirklich nicht schön das Wetter heute. Schauen wir mal, aber dennoch so viele Leute, die mitlaufen, trotz echt schlechtem Wetter. Es ist kalt, windig und es regnet. Und ich habe immer wieder Verbindungsabbrüche. Aber gut. Wichtig ist, die Leute gehen trotzdem auf die Straße.
Ja, für den Moment sieht man nicht so viel. Ziemlich enger Gehweg hier. Das dauert noch ein paar Meter, bis man dann wieder überholen kann. Der Streifenwagen fährt direkt hinter mir, ohne Blaulicht oder sowas, einfach nur halb auf dem Gehweg. Straßenseite gewechselt und dann können wir ein bisschen aufholen. Schnell durch die dunklen Frankenberger Straßen.
Tja, für die Leute im Livestream, sorry für die schlechte Internetverbindung. Ist heute leider überhaupt nicht gut, immer wieder Abbrüche. Aber dafür gibt es ja auch den Zusammenschnitt nachher. Übrigens das Auto dort hinten, das so halb auf dem Gehweg fährt und den Straßenverkehr hier hinten auffällt, ja, das ist die Polizei. Anscheinend regelt man so in Frankenberg den Verkehr. Tja. Allein. Da sind Gefährten überall im Land, mit deinem Widerstand bist du nicht allein. Kopf hoch, du hast viel zu erzählen. Wenn andere schweigen, tust du deine Worte weh. Halt durch, dein Instinkt weist den Weg. Geh uns noch nah, und wenn wir uns trauen, sehen wir nach den Tränen die Welt wieder klar. Und wenn wir noch spüren, was auch wieder nicht wahr. Halt nur durch, ja, und Nasenbedeckung braucht man im Streifenwagen nicht. Du bist nicht allein. Nimm dein Leben selber in die Hand. In deiner Art zu leben, lässt dich nicht verbiegen. Oder warum bist du dir immer so liebend? Du bist nicht allein. Also egal in welchen Streifenwagen man hier reinschaut, zumindest von diesen großen hier, die tragen auch keine Maske. Aber das sind genau diejenigen, die vorhin die Durchsage gemacht haben, dass die Spaziergänger hier mit Nasenbedeckung tragen sollen. Ja, und?
Was letzte Woche da? Nee. Ich war letzte Woche nicht. Letzte Woche war ich auch nicht da. Vorletzte Woche. Ja, die kannst du jedes Mal sehen. Ja, ich habe im YouTube gegoogelt. Nichts gefunden? Nichts gefunden. Wo denn? Was muss ich denn? Guck mal. Ja, guck ich mal.
So, wieder zurück am Ausgangspunkt. War heute echt ein bisschen schwierig. Mit der Internetverbindung immer wieder abgebrochen. Aber dafür gibt er den Zusammenschnitt nachher auch. Und trotz kaltem Wetter, trotz Wind, trotz Regen sind hier so viele Menschen mitgelaufen. Ja, die sogenannte Gegendemo, das war die Blaskapelle ganz zu Beginn. Die sind natürlich nicht mitgelaufen, die sind schön im Warmen wieder. Gut, dann würde ich auch sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilt das Video gern. Abonniert den Kanal, damit ihr auch das nächste Mal die neuesten Videos sehen könnt. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.